Erinnert ihr euch noch, vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht ein paar Monate, hat die Regierung etwas verlautbaren lassen. Die Versorgung der Deutschen, ja, ist gesichert. Also, dann gehe ich auch davon aus, dass sie damit die Industrie meinten und die Wirtschaft meinten. Ja, die Experten, die Politiker wissen es ja sowieso nicht, aber die Experten haben die Politiker scheinbar nicht richtig beraten. Warum nicht richtig, würdet ihr sagen? Tja, weil jetzt genau da sind, wo viele gewarnt haben, vor Engpässen im Bereich Material, aber auch Geräte. Die Baubranche liegt bald still, wenn sie nicht schon heute in den letzten Zügen liegt. Oder wenn man unbedingt weiterbauen will, muss man wesentlich mehr Geld in die Hand nehmen. Holz ist um 300% oder mehr teurer geworden oder gar nicht mehr verfügbar. Auch andere Sachen wie Stahl gibt es kaum mehr. Ah, ist ein schöner Weg hier, morastig. Ah, ja. Aber es hilft nicht nur das. Wir waren einkaufen, wir mussten einen neuen Parkett kaufen. Unser ist leider kaputt gegangen. Also sind wir zu einem führenden Anbieter von Küchengeräten gegangen. Wir haben uns dort ein paar Geräte angeschaut. Die Ausstellungsfläche war sowieso nicht mehr allzu groß. Ja, dann fragen wir ihn, ja, wie sieht es denn aus mit den Geräten? Sagt er, ja, da haben sie jetzt Glück. Da haben wir den letzten auf Lager und wir kriegen auch nichts mehr. Auf die Frage, warum kriegt ihr nichts mehr? Ja, wegen Corona. Irgendwie liefern die nicht mehr oder stellen die nicht mehr her. Also wir haben wirklich das vorletzte Gerät bekommen. Und es wird hoffentlich auch bald geliefert und wir können dann wieder Brot backen. So ist das aber. Da habe ich mir gedacht, naja gut, Backöfen, kein Thema. Alles andere wird noch verfügbar sein. Ja, weit gefehlt. Die alle Elektrogeräte, ja, das sind Lieferengpässen behaftet. Ob es jetzt Boiler sind, sind lange Wartezeiten drauf. Oder andere Elektrogeräte, Küchengeräte, schaut schlecht aus. Die Wallboxen, die man braucht, um sein Elektroauto zu laden, die sind derzeit überhaupt nicht verfügbar. Also, der Elektroauto-Boom wird dadurch etwas gebremst werden, wage ich zu glauben. Naja, aber kein Ding. Dann war ich heute bei unserem Baustoffhändler, wollte mir nur Kabel kaufen. Ja, Elektrokabel halt. 3x1,5, nicht mehr lieferbar. 5x1,5, vergriffen. 5x2,5, nicht mehr da. Die Kabel, die vorher 33 Euro rumgekostet haben, die kosten jetzt weit über 50 Euro. Also, und dafür habe ich ein nettes Schild gefunden. Ich blende es euch jetzt mal ein. Ein nettes Schild, auf dem steht, Lieferengpässe. Hat es also die Politik ganz schön angeflammt, wie immer. Also wenn Politiker sagen, ja, meinen sie nein. Wenn sie sagen nein, meinen sie ja. Und wenn sie sagen, es gibt keine Lieferengpässe, dann gibt es Lieferengpässe. Und wir haben es ja schon früher gesagt, unsere Prognose, das wird sich weiter ausweiten auf andere Branchen, vielleicht auch auf die Lebensmittelbranche. Und es wird auf jeden Fall lange anhalten. Es ist nicht binnen von Wochen vorbei, auch nicht binnen von einigen Monaten. Das wird sich ziehen, fürchte ich. Ich wollte eigentlich unsere Garage ausbauen. Ich habe da eine Werkbank drin, Schreiner auch ein bisschen. Und wollte da den Boden eben richten mit Bohlen und darauf schöne Holzplanken legen. Tja, kann ich wohl vergessen. Das Zeug ist so immens teuer geworden oder gar nicht mehr verfügbar, dass ich mir das sparen kann. Ich werde jetzt allenfalls unsere Garage noch aufräumen. Der Umbau, den glaube ich, kann ich dieses Jahr getrost erstmal hinten anstellen. Ja, schaut mal bei euch, wie es bei euch aussieht. Es wird überall nicht anders sein. Wenn es hier im schönen Bayern schon Engpässe gibt, gibt es bestimmt auch bundesweit mehr Engpässe, als man glaubt. Und ich glaube auch in mehr Branchen, als ich bis jetzt überblicken kann. Ja, was machen wir dann?
BMW kann keine Autos mehr herstellen, weil die Chips fehlen. In der Computerbranche sieht es mau aus. Die Preise für EDV-Hardware sind extrem nach oben gegangen. Wohl auch deshalb, weil sie nicht mehr produziert werden können und die Nachfrage hoch ist. Gerade wegen Corona, gerade wegen Distanzunterricht. Aber alleine dabei bleibt es nicht. Wenn man es umschaut, die stahlverarbeitende Branche, eisenverarbeitende Branche, ja, die muss bald zumachen, habe ich ja schon wieder mal erwähnt, weil sie nichts mehr kaufen kann. A, zu teuer und B, jetzt schon nicht mehr verfügbar. Was viele vergessen, Stahl und auch andere Sachen kommen aus dem Ausland. Meist per Schiff, weil anders kann man sich transportieren. Containerknappheit, zusammenbrechende Lieferketten, all das führte dazu, dass wir momentan in die Misere stecken, in der wir stecken. Das heißt, bald können die Automobilbranche auch keine Stahlbleche mehr bekommen. Ja, Dächer können nicht mehr mit Z-Blechen gedeckt werden. Stahlträger werden Mangelware werden. Ja, und warum ist das Holz so teuer geworden? Weil die USA unsere Holzvorräte aufkauft und ja, 300% mehr bezahlt hat, als der deutsche Markt hergibt. Darum verlangen die jetzt auch bei uns so viel. Alles exportiert worden. Wir Deutschen brauchen ja nichts. Wir leben von der Hand in den Mund. Also, wer Politikern geglaubt hat, die Versorgung sei sichergestellt, der hat sich getäuscht. Und wer jetzt hinhört, es werden bald sagen, ja, mit Lebensmitteln, da schaut es gut aus, dass die Versorgung sichergestellt. Und woher kommen denn die ganzen Südfrüchte? Aus der EU? Woher kommen denn die Bananen? Aus der EU? Vieles wird heutzutage importiert, weil es günstiger dort zu kaufen ist oder überhaupt dort zu kriegen ist. Viele deutsche Firmen sind ins Ausland gegangen. Billigproduktion. Und jetzt, mit mangelnden Lieferketten, kriegen sie ihre Waren nicht mehr her. Und die, die hier in Deutschland produzieren, haben keine Rohstoffe mehr. Super Deal, super gemacht. Überlegt euch bei der nächsten Wahl, wen ihr wählt. Oder ob ihr überhaupt noch gültig wählt. Weiß nicht, was man da raten soll. Die einen sagen, ja, geht gar nicht erst hin. Also scheiße, da ist Demokratie auch beim Teufel. Die anderen sagen, gebt hin und gebt die ungültige Stimme ab. Ja, dann wird die Stimme halt verteilt. Es gibt da, glaube ich, kein Rezept. Und eine richtige Partei zu wählen, ich weiß nicht, welche der richtige noch sein soll. Ich glaube, wenn wir alle in einen Sack stecken und draufhauen, treffen wir immer den richtigen. Ja, Leute. Eine kleine Eilmeldung von meiner Seite. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich schon vorproduziert habe, jetzt nach hinten verschoben. Ich denke, dass das ein Thema ist, das wichtiger ist. Ja, wie ich im letzten Video schon gesagt habe, Vorsorgen, lohnt sich das überhaupt noch jetzt anzufangen? Wer jetzt nicht anfängt, tja, da sage ich nichts mehr dazu. Naja, bevor ich es vergesse, auch uns Imker hat es getroffen. Beuten werden Mangelware. Blechdeckel für die Beuten kaum mehr zu kriegen. Ja, Rähmchen habe ich noch nicht bestellt, aber werde ich demnächst müssen. Die Trennwände, die werden wir kriegen, die Mittelwände für die Rähmchen. Wachs ist immer verfügbar, solange es Imker gibt, die schmelzen die wieder ein. Ja, dieses Jahr hat man Glück oder Pech, je nachdem, wie man es nimmt. Wir haben viele, viele Schwärme gefunden und hätten wir auch mitnehmen können, wenn wir Beuten gehabt hätten. Allein in den letzten 14 Tagen hätten wir 5 bis 6 Schwärme mitnehmen können. Ein paar davon haben wir eingetütet, aber jetzt momentan ohne Beuten ist es schwierig, die irgendwo einzuschlagen. Ja, unsere geplanten 6 Völker, 3 haben wir gekauft. Die wollten wir eigentlich teilen. Jetzt sind unser Haufen zugeflogen, Völker. Also haben wir auch keinen Platz, um mit Beuten zu teilen. Geht ja auch nicht mehr. Jetzt haben wir so 9, 10 Völker. Ja, das ist jetzt ein Arbeitsaufwand, den wir, also meine Frau und ich, nicht mehr ganz alleine machen können. Deswegen haben wir uns mit einem anderen Imker zusammengetan. Der hat die Bienen jetzt auch dort stehen, wo wir sie stehen haben. Zumindest 1, 2 Völker. Und wir machen gegenseitig die Durchsicht mit. Weil pro Volk muss man, wenn man durchschaut, mindestens so 1 Stunde, 1,5 Stunden rechnen. Dann kommt dann noch die ganze Aufwand für Schultern dazu. Ja, das ist für berufstätige Leute wie uns jetzt schon schwer zu machen.
meine, 6 Völker, 6 Stunden in der Woche ist kein großes Ding. 10 Völker, mindestens 10 Stunden in der Woche, das ist schon mehr als ein Arbeitstag. Also muss man 2 Tage rausfahren, dann ist das ganze Wochenende futsch. Okay, wir haben es uns ja ausgesucht, dafür haben wir auch leckeren Honig. Ja, insofern haben wir ein bisschen was in der Tasche. Eigentlich solltet ihr heute ein neues Video aus einer neuen Playlist sehen. Ich habe mir nämlich einen 3D-Drucker gekauft. Ich will dann sagen, wofür. Jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Ich habe auch schon ein paar Sachen gedruckt für den Haushalt. Das klingt jetzt albern, aber da sind so Heizungsklammern dabei, die man zwischen die Rohre der Heizung klemmen kann und seine Handtücher hinhängen. Aber auch Zahnräder. Wenn mal was kaputt geht, kann man solche Zahnräder nachdrucken. Mein Drucker ist zwar relativ klein, da kann er 2 Materialien, PLA und TPU, also TPU ist mehr so flexibel wie Moosgummi und PLA ist nicht unbedingt sehr UV-resistent, aber immerhin. Ja, muss halt mit diesem Video vorlieb nehmen. Bis zum nächsten Mal.